Hallihallo Leute, herzlich willkommen. Nachträglich ja noch ein frohes Neues euch allen. Hoffe mal, ihr seid gut reingerutscht. Ich zock hier Lee Sin. Ja, ich werde ihn auf der Top Lane spielen. Und werde dort ja dummerweise auf Kylie treffen. Ist jetzt nicht unbedingt der. Ja, der Lane-Gegner quasi, den ich mir auf der Top-Lane erwartet oder erhofft habe. Aber ich hoffe mal, da wird ja nicht zu viel schief gehen. So, ja, wie gesagt, ich zocke ihn hier auf der Top-Lane gegen Kylie. Ansonsten haben wir hier noch eine Sejuani im Jungle, was ein sehr mächtiger Jungler ist. Never Zwane in Ranked und sowieso nicht mit einer Sejuani. Zusätzlich haben wir hier nochmal die Leona, die ebenfalls einen ziemlichen Flächen-Damage bzw. Stun macht. Mit dabei hier der Quaves, der nochmal einen schönen Burst Damage hat, genauso wie Ahri. Und ja, ich bin derjenige, der das Ganze dann verkacken wird, als Lee Sin. Ich bin. Ne, hab schon ein paar Bier hier getrunken, hatte ein wenig Besuch. Ein paar Kumpels waren noch da, wir haben ein bisschen gezockt. Naja, ich zock hier auf jeden Fall hier Lee Sin auf der Top-Lane gegen Kylie. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es läuft. Ich habe, um ehrlich zu sein, noch nie gegen eine Kylie auf der Top-Lane gespielt. Ja, sie geht mehr auf AP, habe ich mir gedacht. So wie das aussieht. Wow, haben sie unseren Red Buff hier gestealt, was natürlich nicht so geil ist für Sejuani. Die braucht diesen natürlich. So, wir leveln unseren Q-Spell als zweites. Ja, fress du mal ein paar Creep-Hits, das ist gar nicht so schlecht. Blöderweise, er hat Kylie doch ziemlich mächtigen Heal. Aber hat ihn noch nicht gelevelt. Okay, First Blood. Sorry, Leona, meiner. Also mein First Blood. Den, ja, geben wir hier. Oh, da kommt hier der gegnerische Jungler. Ja, dann gehen wir doch lieber mal zurück. Kaufen uns auf jeden Fall mal Boots. Und zusätzlich kaufe ich mir jetzt mal Dorans Blade noch. Ich weiß, Dorans Schild und Dorans Blade, zwei Items, die im Late ja eigentlich immer verkauft werden, kann man nicht gebrauchen. Viel zu unnötig, aber wird mir ein bisschen Vorteil, einen kleinen Vorteil wahrscheinlich auf der Lane geben, hoffe ich zumindest. Ich bekomme dadurch ja ein bisschen Lifesteal, beziehungsweise bei jedem Auto-Attack ein bisschen Leben wiederhergestellt, was ja nicht schaden wird. So, wir gönnen uns hier noch den diesen Geist, der ein bisschen zusätzlich XP gibt. Okay, das ist too deep, much too deep. Viel zu viele Creeps. Die machen natürlich ja zu viel Schaden an mir.
Okay, die nervt doch nicht mit deiner mega Auto-Attack-Range hier. Oh. Will die mich jetzt echt schon diven oder was? Könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Schade, hat sie gedodged. Okay, Knight ist raus. Dann gehen wir lieber mal kurz zurück. Ja, ich hab's mir schon gedacht, der Jungler kommt. Wir legen hier mal kurz unser Trinket hin. Um ja zu sehen, ob sie uns diven möchten. Ich brauche hier ein bisschen Unterstützung. Okay, Jungler ist wieder Mitte. Und wir haben mittlerweile auch unsere Ulti. Toplane fehlt gerade. Wäre schön, wenn ich sie noch mal töten könnte, bevor sie ihre Ulti hat. Ja, wie gesagt, merkwürdigerweise fehlt sie gerade. Man weiß nicht, wo sie hin ist. Scheiße. Naja, wir pushen mal ein bisschen. Sie ist noch Level 5. Ich bin mittlerweile schon fast Level 7. Wodurch ich ja einen kleinen XP-Vorteil hier auf jeden Fall bekomme. Müssen nur aufpassen, dass wir nicht gegankt werden. Und ja, wir sollten natürlich auch nicht zu sehr pushen. Sie macht größtenteils meisten Schaden mit ihren Spells. Während ich eher normalen Schaden verursache. Wobei, das stimmt eigentlich gar nicht. Die Sinn macht mit seinem E-Spell ziemlich viel magischen Schaden. Mit seinem Q, tut ganz schön weh, aber macht physischen Schaden. Okay, mittlerweile hat sie ihre Ulti, was nicht so gut ist. Wir gehen lieber mal zurück. Schon ein bisschen Kohle hier. Wobei, die Wave möchte ich nicht verlieren, die da gerade ankommt. Ist ziemlich viel XP. Und wenn ich jetzt zurückgehe, ja, würde ich eben diese XP verlieren. She got old. Okay, da ist ein Ward drin. Kann gerade nicht besonders viel machen. Außer, ja, mich hier ein wenig an den ja, Creeps ein bisschen hochhielen. Mit meinem W. Und dem Dorans und meinen Lifesteal-Runen geht es eigentlich ganz gut.
So, die Lane ist ein bisschen gepusht. Wir haben auch wieder eher ein bisschen Kohle. Und Weiß ebenfalls wieder top. Also gehen wir zurück. So. Und was kaufen wir uns denn Schönes? Wir kaufen uns auf jeden Fall Lifesteal. Ein bisschen Lifesteal schadet uns nicht. Und zusätzlich Magieresistenz. Ich guck kurz nochmal. Midlaner 6. Okay, ich brauche Magieresistenz auf jeden Fall. Dummerweise reicht sie nicht. Für dieses Item. Ich will mir Spirit Visage holen. Aber ja, reicht noch nicht ganz. Hier für das da. Um mir eben später Spirit Visage zu holen. Ich wollte mir eigentlich noch den Teil hier mitnehmen, aber egal. Wir warten einfach noch ein bisschen. Wird dann schon klappen. Kurz mal Farm 80 und sie jetzt um die 60, das läuft. Ja, mega schnell. Trotz meines Slows. Aber ich denke mal, ein bisschen werde ich sie hier weiterhin vom Farm abhalten können. Dann natürlich sollten wir den eigenen Farm hier nicht verpassen. Nicht zu sehr auf das Runterpauken achten. Und ja, ein bisschen mehr einfach auf den Farm konzentrieren. Schadet nie. Okay, das ist schlecht. Weil hat scheinbar nicht mehr ihre Ulti. Was ja ganz gut für mich ist. Ach ja, wie ich es liebe, wenn ich mich verklick. Good job. Botlane hat hier schon den gegnerischen Tower down. So, hier kommt, glaube ich, Vi in die Mitte. Besonders viel Schaden macht es jetzt nicht. Oh, schade. Okay, da kommt ein Shen. Was gar nicht gut ist. Obwohl. Ah, fuck you. Nein. Shen Ult, ja. Total verrafft. Den haben die Gegner natürlich auch noch. Shen top. Nice one. Good job. Ich bräuchte ein bisschen Unterstützung jetzt auf der Top-Lane, um hier nicht gleich zu sterben. Ich denke mal, ich werde mir diese Boots kaufen, da ja Shen magischen Schaden macht. Heili ebenfalls. Okay, mein Tower ist gerade ziemlich gepusht, sehe ich. Wird Zeit für mich ebenfalls ein bisschen zu pushen. Ja, wie gesagt, Kai hat gerade einen Kill bekommen, hat mich getötet. Scheiß drauf. Konzentrieren wir uns lieber weiterhin aufs Farmen. Das läuft, glaube ich, dann besser, als hier den Support zu baiten.
Beziehungsweise zu Jason, Mr. Baton. Okay, Kylie am Start. Zwei Top. Oh Gott. Da ist schon wieder hier der Shen. Lass mich in Ruhe. Nice. Mein Team. Wie hat sie eigentlich Kylie bekommen? Keine Ahnung. Ich mache hier immer wieder ein paar Spells. Mache ich einfach, damit ich, ja, ein bisschen Attack Speed durch mein Passiv bekommen. Man bekommt ja für die nächsten zwei Angriffe hier 40% Attack Speed. Was ja beim Tower Pushen natürlich ganz praktisch ist. Ah, fuck, die hat noch ihre Ulti. Too deep. Das war richtig Fail. Aber ich denke mal, ja, vom Farm bin ich noch weit voraus. Das sind ja 15, 25 Creeps, ungefähr, nee, 24. Das sind ungefähr ja 2,5 Kills. Da steht doch Kylie schon wieder. Hatte ich vergessen, Mist zu sagen. Report. So, wir sind auch noch einen guten Tropfen. Na, den trinken wir jetzt lieber nicht mehr. Bisschen zu spät gerade dafür. Nice, Botlane hier komplett zerstört schon, merke ich gerade. Das Tolle ist ja, dass man bedenken sollte, man hat quasi ja mehrere Spells mit Lee Sin. Man kann nicht nur diese diese vier hintereinander machen und von seinem Attack Speed zusätzlichen Attack Speed durch das Passiv profitieren. Man kann auch nur, das liebe ich ja. Man bekommt auch durch die zweite Anwendung der Spells zusätzlich nochmal Attack Speed. Okay, wir lassen die Kübschen ein bisschen alleine und warten hier mal den Trebusch. Da kriegt er schon wieder Angst, sobald er eine Kuh auf sich hat. Und so muss es auch sein. Lee Sin ist ein sehr mächtiger Champion auf der Top Lane. Oder überhaupt. Überhaupt im Jungle, auf der Mitte. Kann eigentlich überall, ja, ziemlich gut gespielt werden. Sieht doch tatsächlich aus, als würde mein gegnerischer Toplaner hier schon aufgeben, weil unsere Botlane ja einfach so gut durchpusht, dass er seine Toplane eigentlich nicht weiter beschützen kann.
So, dann gehen wir doch mal in Ruhe zurück. Traf es wieder ab. Kaufen uns auf jeden Fall schon mal Boots. Boots sind ganz wichtig. Wir kaufen uns das hier, um Tennis City, ja, zu haben. Und dann gehen wir mal zum Rest des Teams. Das ist hier nicht so was wie ein 4 gegen 5 für mein Team ist. Track up. No. Okay, ich habe den Kill sogar noch bekommen. Na, und da fällt ist mein Kuh. Puh. Mal knapp. Aber es bekommt noch ein Double. Du stirbst nicht. Okay, deren Red Buff scheint ab zu sein, so wie ich das sehe. Und oh, ich habe einen Blue Buff gerade bekommen, merke ich gerade. Den gönnen wir uns natürlich. Das Tolle ist ja, dass Kylie wirklich nach mir gepickt hat. Und mich, ja, meiner Meinung nach, ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, ich sehe selten Kylies auf der Botlane, auf der Toplane. So, GG. Ja, die sind God first, but MP. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das so korrekt ist. Nach dem, ja, First Blood sollte man natürlich nicht direkt aufgeben, wenn das nicht das, ja, der Kill des eigenen Teams war. Ihr seht, ich hatte gerade 1, 2 und schon habe ich mir ein paar Kills hier ergattert. Nee. Schweinchen, du. So, nur noch Toplane hier durchpushen und dann ist eigentlich GG. Ah, mein W ist noch nicht stark genug. Wow, eine Zix-Bombe. GG, warum surrendert ihr in einem Ranked-Spiel? Lasst sowas, Jungs, egal wie es aussieht. Surrendert niemals.